Mathematik finde ich total spannend, weil sie ganz, ganz logisch aufgebaut ist. Mathematik steckt halt überall mit drin. Zum Beispiel, wie lange der Fahrtweg zur Universität ist, kann man berechnen. Was gibt es für effiziente Routen? Ja, was ist der schnellste Weg, um zur Universität, zur Arbeitsstelle zu kommen? Bis hin natürlich zu den Hausaufgaben meiner Tochter. Da ist halt auch ganz viel Mathematik mit dabei. Die gesamte moderne Welt funktioniert nicht ohne Mathematik. Durch glücklichen Zufall habe ich die Möglichkeit bekommen, hier am Institut für angewandte Mathematik zu promovieren. Denn eigentlich habe ich die Diplomarbeit in einem ganz anderen Fach gemacht. Und die zweite Chance war halt, dass mein Vorgänger auf dieser Stelle gerade einen Nachfolger gesucht hat. Und da war ich halt genau an der richtigen Stelle. Ja, sonst wäre mein Lebensweg wahrscheinlich ganz anders abgelaufen, muss ich sagen. Denn eigentlich habe ich es geplant, in die Wirtschaft zu gehen. Und das sind sozusagen zwei ganz große Chancen, die ich dann glücklicherweise wahrgenommen habe für mich. Mein Name ist Florian Leidecker, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für angewandte Mathematik. Zum einen unterrichte ich die Mathematik für die Wirtschaftswissenschaft und außerdem numerische Mathematik für Ingenieure. Gerade die Lehre macht mir sehr, sehr große Freude, also so im großen Audimax zu stehen. Und mein Ziel ist es natürlich auch, für Mathematik so ein bisschen zu begeistern, dass sie da auch ein bisschen Freude und Spaß dabei haben. Neue Jahreszahlen, neue mathematische Probleme. Was ist größer, 2022 hoch 2023 oder 2023 hoch 2022? Also eigentlich ist mir auch wichtig, dass man Anerkennung bekommt für seine Tätigkeit. Also zum Beispiel freut es mich, wenn ich von den Studierenden so einen Preis für exzellente Lehre bekomme. Das macht mich natürlich auch stolz und das gibt mir auch zusätzlichen Antrieb. Aber auch, dass man Anerkennung von den Chefs bekommt. Der Mittelbau wird auch häufig vergessen oder fällt unter den Tisch. Also es gibt halt vor allem die Professorinnenschaft und es gibt die Studierenden, aber die Mitarbeitenden fallen häufiger nicht auf. Und gerade diese Sicht versuche ich halt mit einzubringen. Also ich bin im Senat, Fakultätsrat, im Institutsvorstand, Gleichstellungsbeauftragter meiner Fakultät, AG Gute Lehre und in diversen anderen Arbeitsgemeinschaften. Ich versuche auch wirklich, nicht zu viel zu arbeiten. Denn man hat natürlich auch noch ein Privatleben. Meine Frau und ich, wir haben drei Kinder und die halten einen natürlich ganz schön auf Trab. Als unsere Kinder geboren wurden, war es für uns klar, dass ich auch Elternzeit nehme. So haben wir es bei unserer Tochter, meine Frau, 8 Monate Elternzeit genommen und nicht 6. Und bei den Zwillingen haben wir es sogar umgekehrt gemacht. Und diese Elternzeit habe ich sehr, sehr genossen. Es hat vielleicht auch meine Bindung zu den Kindern noch mehr verstärkt, dass ich da halt mal selbstverantwortlich war und über einen längeren Zeitraum hinweg. Im Sommer hat der Kindergarten 3 Wochen lang zu. Und das ist dann natürlich ein relativ großes Problem, weil er in der Regel genau dann zu hat, wenn bei mir die Klausuren geschrieben werden, wenn bei mir das Semesterende ansteht. Und dann bin ich sehr, sehr froh, dass unsere Universität auch ein Backup-Programm hat. Also wichtig ist, dass man versucht, etwas zu finden, was einem Freude macht, was einem irgendwie erfüllt. Also jetzt zum Beispiel irgendwas zu studieren, nur weil man denkt, man hat da ganz tolle Berufsaussichten, man wird da später unglaublich viel Geld verdienen. Aber man hat keine Freude, keinen Spaß daran, das bringt nichts. Und deshalb finde ich es halt auch nicht so schlimm, wenn man sich während seines Studiums vielleicht dann doch mal umentscheidet und dann sein Studienfach mal wechselt. Und vielleicht halt auch mit offenen Augen durchs Leben zu gehen und versuchen halt irgendwie Chancen wahrzunehmen, wenn sie einen halt erreichen. Wenn man halt eine Chance mal verpasst hat, dann halt dem nicht zu lange nachtrauern, sondern halt einfach nach vorne gucken und optimistisch sein, dass es irgendwie weitergeht.